Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Mario und Luigi Superstar Saga. Das Spiel wollte schon ewig mal Let's Playen, ich bin aber bis jetzt nicht dazu gekommen, deswegen würde ich sagen, beginnen wir auch sofort, bevor ich es wieder verbumfiedel. Spiel beginnen. Ach ja, das Pilzkönigreich. Immer schön. Ein Botschafter der Freundschaft. Aus Bohnenland trifft ein. Oh mein Gott, wie sieht der denn aus? Eierne Pilzkönigreich und Freundschaft unseren Ländern. Königin Marmella sendet euch dies. Was ist das? What the fuck? Oh mein Gott, wer bist du? Drogenmodus. Wer bist du? Okay, was geht hier ab? Ja. Und geh in dein Riesenraumschiff. Sind das Aliens oder what the fuck? Ja, Luigi macht die Wäsche. Ein No-No-No-Notfall! Hä? Hörst du denn kein Radio? Nö. Ja, genau. Mario! Oh, ach so. Ja, stimmt. Ich darf ja den Toad spielen. Aha. Ja, Klempner natürlich. Ja, dieses Spiel kenne ich eigentlich so gut wie in- und auswendig. Zumindest von der Story her. Es ist ein richtig geiles Spiel, deswegen wollte ich es immer noch schon mal let's playen. Und ja, keine Zeit verlieren, Mario. Da bist du ja. Nanu, da singt doch jemand. Natürlich. Und Mario hat sich in der Windeseile ein Handtuch angezogen. Prinzessin Peach. Hüpf natürlich. Ja. Genau. Ist klar. Oh Gott, Bowser. Was macht der denn hier? Hui. Ja. Oh, nicht zu fassen, als hätten wir nicht schon Probleme genug. So eine Frechheit, mich einfach hinterrücks anzugreifen. What the fuck? Let's go! Ja, das ist ein RPG, wie ihr vielleicht seht. Ich muss jetzt Bowser angreifen und... Bam! Yay! Huh! Ich habe dieses Spiel ewig nicht mehr gespielt, aber anscheinend habe ich die Moves noch drauf. Mario! Der erste Kampf seit langer Zeit, oder? Soll ich dir vielleicht die Aktionskommandos erklären? Eigentlich würde ich auf nicht nötig klicken, aber falls jemand das Spiel auch mal spielen will und schon mal gleich durchstarten will, mach ich mal liebend gern. Also, hör genau zu. Zunächst musst du angreifen. Halt! Drücke in Richtung Moment A. Bumm. Wenn das Timing stimmt, kannst du deine Gegner härter treffen. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich das Timing raus hatte. Zu Angriffen gibt es immer Aktionskommandos, aber probieren geht über Studieren. Und weiter. Hui! Und kabum! Ups! Mario! Oh, was denn schon wieder? Das hatte ich ganz vergessen. Du kannst Bowsers Angriff ausweichen. Soll ich es dir erklären? Nein, danke, das wissen wir schon. Ach so? Typisch Mario. Tja. Ja, entschuldige die Störung. Bumm! Da muss halt das Timing stimmen. Bumm! Na komm schon, Bowser, stirb. Autsch. Ja, du warst auch mal besser, Junge. Schluss jetzt, die Lage ist viel zu ernst für so einen Unfug. Stimmt, etwas Schreckliches hat sich ereignet. Ein vermeintlicher Freundschaftsbotschafter aus dem benachbarten Bohnenland war hier im Pilzpalast. Dieser Schuft hat die Stimme von Prinzessin Peach gestohlen. Stimme? Oh, what the fuck? Und jetzt hat die Prinzessin diese bombige Stimme. Aha, Wortwitz. Okay.
Mit der Stimme plappert mir Peach meinen Palast kurz und klein. Falls sie, nun ja, zu Besuch ist. Mario, du musst etwas tun. Ach, was für eine Anspielung. Zu Besuch. Ja, nee, ist klar, Bowser. Na? Mario, bitte, 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 du musst der Prinzessin ihre schöne Stimme zurückbringen. Schöne Stimme? Die quietscht immer nur rum, aber egal. Der Täter ist bekanntermaßen bodenländischer Herkunft. Du solltest die Sache mal direkt im Bodenland untersuchen. Hahaha, wir finden den Täter, knöpfen ihm die Stimme ab und bringen sie zurück. Mit meinem fixen Cooper-Jet sind wir flugs im Bodenland. Mario, komm, wir müssen los. What the fuck? Okay. Warum? Ich check irgendwie nicht, warum Bowser jetzt plötzlich uns helfen will, obwohl er Mario hasst, aber egal. Ein neues Abenteuer beginnt, aber du scheinst mir ein wenig aus Übung zu sein. Sieh dich doch erstmal um und vertritt dir die Beine. Sprich auch mit den Toads, die haben sicher einige Tipps parat. Yeah, wir sind Mario und wir dürfen springen und laufen und was auch immer. Diesmal geht es also nach Bodenland. Viel Erfolg. Soll ich dir die Aktionskommandos... Ja, die kann ich schon. Wenn sich das Ding da oben ändert, da oben rechts, dann... Da, jetzt können wir mit dem quatschen. Wie seltsam, ich habe mein Dings verloren. Dein Dings. Ja. Mario, hilfst du mir suchen? Ja. Ich habe es so verloren, als ich hier oben spazieren ging. Bla bla bla. Du hast ein Dings gefunden. Das ist nämlich da unten versteckt. Man muss warten, bis ein Ausrufezeichen erscheint. Ja, das ist es. Du hast mein Dings gefunden. Danke. Das gebe ich dir zum Dank. Ein One-Up-Pilz. Yeah. So, hallo Frau. Weibliche Toads sind immer an den Rosa-Pilz-Dingern da zu erkennen. Hallo Mario. Wie dein Ball wieder glänzt. Ach bitte, zeigst du mir, wie du springst? Boom. Was für ein Sprung. Keiner auf der Welt springt so wie du, Mario. Ja, ich weise. Ich bin Mario, der Italiano Klempner. Mamma mia, Pizza, Pasta. Und so weiter. So, Pilz. Gib mir einen Pilz. Ah, du hast meinen Pilz. Danke, vielen, vielen Dank. Bitteschön. Oh, danke schön. Übrigens, du gehst auch nach Bodenland, oder? Dann nimm das hier als Abschiedsgeschenk. Einen Superpilz. Tja, Freundlichkeit zahlt sich aus. Okay, hier ist nichts mehr. Ach ja, diese Musik ist so schön. Hallo, Cooper. Oh je, ich habe glatt meine Einheit verloren. Weißt du vielleicht, wo ich König Bowser finde? Jupp. Wo ist König Bowser hin? Nach oben. Ja. Wenn man ihm nämlich eine andere Richtung sagt, dann ist er voll wütend auf einen und sagt, wenn ich Mario in die Fänger kriege. Pilzanzeiger, Ausgabe 1. Peach, Bombenstimme. Haha, was für ein Wortspiel. Luigi wird wohl wie immer zu Hause bleiben. Ja. Aber das Spiel heißt nicht umsonst Mario und Luigi. Da ist er ja. Hallo. Ich habe keinen blassen Schimmer, was du jetzt gesagt hast, aber irgendwas Italienisches. Da ist er ja. Hier können wir speichern. Hat die was für mich? Die Lachberge und der Grinsewald, das Kichermeer, das Gröltal. Ja, und jetzt wisst ihr auch schon, warum es wahnsinnig viele Anspielungen geben wird auf Witze. Bohnenland ist bekanntermaßen ein Land mit Witzen. Ihr werdet noch sehen, was ich meine. So, ich habe gespeichert. Mario! Och Mann, was jetzt noch? Oh, Toadsworth. Puh, gerade noch rechtzeitig. Schau mal, ich habe den idealen Koffer für deine Reise mitgebracht. Du kannst ihn mit Items und frischer Wäsche füllen. Bitteschön, er gehört nun dir. Wie ihr vielleicht merkt, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt, deswegen fällt es mir gerade nicht so schwer, diesen Kerl zu sprechen. Drücke Select, um deinen Koffer zu öffnen, dann erscheint der Menübildschirm. Du kannst bereits erhaltene Items auswählen und benutzen oder die Kleidung wechseln. Gelegentlich solltest du auch deinen Status überprüfen. An Bord des Cooper Jets wirst du sicher Zeit haben, den Koffer unter die Lupe zu nehmen. Und noch etwas, hier hast du das Reisegeld. Geil, 100 Münzen. Oh, Luigi. Du gehst also auch nach Bodenland?
Bye-bye. Du bringst Mario zum Flieger? Das hatte ich auch vor. Mario, ich gehe schon mal vor und erwarte euch dann am Cooper-Jet. So, ich werde euch jetzt mal kurz den Koffer zeigen. Geht gar nicht. Ich kann doch nicht den Koffer. Okay. Da. Da bist du ja. Noch keiner da? Mario! Entschuldigung. Du bist spät dran. Wir brechen auf. Los, komm endlich an Bord. Hallo. Was sagst du jetzt? Das ist der Cooper Jet, meine neueste Waffe. Cool. Sag ich doch. Aber genug. Wo sind meine Leute? Männer an Bord. Bye bye. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so witzig. Ohne Scheiß. Ihr werdet noch sehen, warum. Wo bleibt der Haufen? Du, willst du etwa in meine Armee? Ah, verstanden. Ganz dringend willst du also mit. Etwa ich? Genau, du da. Nicht so schüchtern. Du siehst zwar nicht besonders hell aus, aber komm ruhig mit. Leck mich, Mario! Hier geblieben! Eure Widerlichkeit, die Bowser-Armee ist soeben eingetroffen. Hey, hier sammeln wir uns hier Masen. Ihr Masen? Ich hab Masen gesagt. Nasen natürlich. Alle Mann angetreten, wir gehen an Bord des Cooper Jets. Oh nein, das wird böse enden, das sehe ich jetzt schon. Einfach köstlich, unser Neuzugang. Los, starten wir endlich. Eure Schmutzigkeit, alle Mann an Bord. Schmutzigkeit. Nun, bis auf einen. Boah, sofort starten, schnappt ihn euch. Ich glaube, ich wechsle Bowsers Stimme stündlich bis sekündlich. WTF. Ja, ist klar. Tja, jetzt muss Luigi wohl oder übel mit. Luftraum über dem Pilzkönigreich. Eine Durchsage für die Passagiere Mario und, Grünkäppchen. Was für eine Anspielung auf Rotkäppchen. Mario und Grünkäppchen zugehört. In Kürze erreichen wir Bodenland, also öffnet mit Select den Koffer und sortiert euer Gepäck. Danach habt ihr euch auf dem Oberdeck einzufinden. Moin moin. Ich weiß lustig, wie Mario und Luigi nur durch Hüpfen kommunizieren oder durch italienische Worte. So, wir spielen jetzt beide. Mit B lässt man Luigi hüpfen, mit A Mario. Ich speichere nochmal. Und dann zeige ich euch mal, habe ich hier keine Speed-Taste oder so? Ich glaube, ich muss den noch belegen. So, jetzt zeige ich mal den Koffer. Ja, 100 Münzen, 12 Minuten gespielt, eigentlich 13 Minuten, aber egal. Ja, hier sind die ganzen Items, die Kleidung. Und Mario und Luigi. Ja, Luigi hat etwas mehr Verteidigung, dafür weniger Angriff, wie ihr seht, und ein bisschen mehr HP. Mario hat ist eigentlich ziemlich ausgewogen, nur ist ziemlich schnell. Und hat auch ziemlich viel Verteidigung, aber dafür auch höheren Angriff. Aber weniger HP und BP. Was BP sind, erkläre ich später noch. Die werden nämlich erst später wichtig. So, ich würde auch sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Let's Play. Ich denke, es wird ganz witzig. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!